Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Heute wieder zu viert mit Chris, Annika und Stormdaughter. Und ich wollte gerade episch auf bereit drücken, aber dann hat mir das Spiel das versaut. Wir müssen alles nochmal machen. Nochmal. Nee, nicht nochmal. Raus aus der Lobby. Okay. Ich sag mal Michael. Ja, so, Spiel. Fallensteller. Kettensäge. Michael. Fallensteller. Kettensäge. Ich sage. Ich sage Geist. Dann schauen wir. Den habe ich schon ewig nicht mehr gespielt, ne? Doch, letzte Woche hatten wir doch einen Geist, oder? Ja. Und wir hatten sogar einen Survivor, der Michael Myers hieß. Ja! Ja, eigentlich sollte die Folge heute kommen, aber ich habe es nicht geschafft. Das allererste Mal. Das allererste Mal, dass eine Folge ausfällt. Also ich habe dich direkt deabonniert. Also wir verzeihen dir, wenn du dir verzeihst. Nein, ich weiß noch nicht, ob ich mir verzeihe. Ein bisschen Kopf ist mehr draufgekommen. Breche. Nein, aber die wird nachgeholt. Die kommt noch. Also ihr habt die sowieso schon gesehen, wenn diese Folge online kommt. Hoffentlich. Wehe, wenn nicht. Wenn nicht, schämt euch. So. Wort zum Sonntag. So. Dienstag. Guck mal auf den Kalender. Ja, ich weiß aber nicht, wann die Folge kommt. Ach so. Dann Wort zu... Das Wort zur Folge. Das Wort zur genau. Folge. Das Wort genau. Zu was auch immer für ein Tag heute ist. Es lädt. Man merkt Stormdotter, dass wir dabei. Am Arsch. Innocent. Das ist ein falsches Spiel. Nein, falsches Spiel. Das ist immer das richtige Spiel. Zugegebenermaßen habe ich gerade unten in die linke Ecke geguckt, als du es gesagt hast. Oh, es ist die Nurse! Ich habe kurz überlegt, ob ich die Nurse sage. Mann. Die hatte keiner. Ich wollte gerade sagen. Toll. Keine Punkte. Ich weiß nicht mehr, wie man spielt. Keine Arme, keine Kekse. Die Steuerung kommt mir so komisch vor, so schwerfällig irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja. Auf jeden Fall kann man gar nicht schießen. Das finde ich doof. Das ist ein Manko, lass aufhören. Die ist direkt bei mir. Vor allem kann ich dich nicht erschießen, das gefällt mir am wenigsten. Also ich hatte gerade ganz leicht Herzklopfen, aber auch nur so ein bisschen. Die ist direkt bei mir. Ich weiß nicht, ob sie mich überhaupt... Ich hoffe, sie sieht mich nicht. Wo bist du? Bist du in den Baumstämmen? Ich bin am Ausgang. Am Ausgang bin ich. Ich bin mit Chris zwischen Baumstämmen und Wellblechhütte so ungefähr, falls du uns suchen möchtest. Bei mir ist die Mine, da läuft sie gerade lang. Ach, das ist wieder so eine langgezogene Map. Ich erschieß die Annika jetzt. Nee, bitte nicht. Das finde ich irgendwie mega lustig. Ich glaube, Annika ist Traitor. Bestimmt, aber. So, wir sind hier fertig. Oh shit, sie kommt zu mir. Nein! Oh, also wir sind hier auch an dem Ausgang, aber ich nehme an, du bist nicht bei dem Ausgang bei der Wellblechhütte. Da bin ich. Ach, schön. Achso, hier ist auch kein Keller unter der Wellblechhütte, also Vorsicht bei der Mine. Ja, ich bin auch bei der Mine. Eine Totem. Mine. Eine Mine. Also wenn Herzklopfen kommt, sollte ich am besten mich verschenken, ne? So war das. Ja, genau. Nee, schießen. Nein, schießen, ach so. Genau. Ah, okay. Die guckt immer noch in meine Richtung. Kann die sich mal hier vom Acker machen? Ein Manko des Spiels. Ich bin kurz im Trader-Shop, ja? Okay. Nimm sie Baby. Ich dachte, wo seid ihr hin? Ich bin jetzt bei einem Generator neben der Wellblechhütte. Ich habe erstmal den Haken abmontiert. Ach du. Sehr gut. Ach so. Ah, da kommst du her. Ich dachte, du bist auch hier, Storm. Ich stehe im Schrank, die ist bei mir. Ich habe letztens im Steam-Forum gelesen, wie sich ein Killer beschwert hat und geschrieben hat: wundert euch nicht, wenn wir campen, wenn ihr alle Haken abmacht. Da muss ich an unsere Runde denken, Chris. Ja, gut, okay. Das war einfach super geil. Ist immer noch hier. Macht die denn, ey? An der Kopfseite von den. Ja, ich sehe sie. Mhm. Und bye-bye, ja. Wir sind fertig mit dem nächsten. Ja, ich bin gerade. Also, meiner ist so. Drei Viertel fertig. Also, so vorne wäre noch einer gewesen, Chris, aber ich glaube, wir gehen besser mal weiter in die Richtung, ne? Also, die ist hier mega bei mir. Die guckt jetzt in den Schrank. Oh, ich bin tot. Ja, sorry. Du bist nicht tot, der ist nur erwischt. Lauf nicht in unsere Richtung. Ich laufe jetzt hier ist gar nur einer. Nicht mehr. Sie hat sie direkt rausgeholt aus dem... Ich glaube, die hat einen eiserner Griff. Oh, das haben sie alle. Ah, okay. Ja. Ich habe noch, hier so ein geiles Teil. Hä? Oh, dann mach den doch direkt damit. Ja, ich mache erst noch den Haken hier ab. Wäre okay. Ich mal rausgegangen, scheiße. Bist du da in der Nähe, Annika? Oh Gott.
ich weiß nicht, wo ihr im Verhältnis seid. Ich bin ein bisschen weiter weg, aber ich bewege mich ihr gerade. Ihr seid ungefähr alle gleich. Obwohl, nee, irgendjemand, der in meine Richtung geht. Wie kann ich das nochmal einsetzen? Dran. Ich komme gerade zu dir. Reparieren. Leertaste, ja. Leertaste. Oh, Vorsicht. Ich hab noch Herzklopfen. Ja, ja, ich höre sie auch ganz laut. Die ist hier. Pass auf, die kommt zu dir. Na, hat sie mich gesehen? Nein, Ahnung, das sehe ich nicht. Blind. Nee, sie ist blind. Ihr seid schon bei Storm, ne? Ja. Ah, ich mach grad einen Generator. Wenn du. Ja. Ich hol sie. Die alte Hexe ist bei mir. Links vom Annika, also. Ja. Ich hab Herzklopfen, die muss bei mir sein. Ja, jetzt kommt sie aber wieder zu uns. Okay. Nehme ich mal an, zumindest. Okay, mein Generator ist jetzt gleich zur Hälfte. Der war auch gar nicht so weit von dir weg. Ja, komm. Annika, ich bin hier am Ausgang. Ich stehe hinter dir und heil dich. Pass auf, die kommt. Die sieht wahrscheinlich, wenn wir uns heilen. Ja, auf jeden Fall. Wenn der Generator schaffen wir. Der ist jetzt drei Viertel, ja. Ist der? Oh, wollen wir mal hier bleiben? Drei Viertel, weil. Ausgang und so. Achso, ja klar, oh ja. Wir sind direkt bei einem Ausgang und machen den dann gleich auf. Ich bin auch bei einem Ausgang. Noch so 10%. Okay. Hock dich mal nicht hin, dann kommen die Raben. 3, 2, 1. So, die Frage, zu welchem Ausgang sie jetzt zuerst kommt. Ja, ich renne jetzt zum linken davon, quasi. Achso, da bin ich, den mache ich auch. Die ist bei mir. Ey, Annika, ich geh mal hier noch in die Hütte und guck, ob ich ein Item bekomme, ja? Ja, ich glaube, da war keine Kiste und Achso. Die ist bei mir, ich hab Herzklopfen. Okay, der andere Ausgang ist auf. Okay. Die ist bei mir, ich hab Herzklopfen. Ja, die ist hier bei mir, ihr könnt rausgehen. Okay. Okay. Storm? Ja, ich komm. Hopp zurück. Oh, sorry. Ich bin jetzt schon wieder zu weit gelaufen. Ja, aber... Ich trink mal meinen Kakao, ne? Nein, meine Werkzeugkiste ist weg. Ich hab noch nicht mal einen Pip bekommen, so schnell ging die Runde. Hm. Oh, krass. Ah, ich hab einen bekommen. Rang 15. Boah. Unfassbar. Aber auch Rang 20, die Arme. Wahrscheinlich zum ersten Mal nur das gespielt. Sie hat auch gar nicht teleportiert, glaube ich. Nee, ich bin direkt aus der Lobby rausgeflogen. Hauptsache, der hat meine Blutsteine falsch angezeigt. Ich meinte doch eben zu euch, dass ich, was habe ich gesagt, 556 ja, habe, ne? Irgendwas über 500, ja. Genau, und habe ich auch gar nicht, also das stand aber wirklich da. Also auch die 500, die stand wirklich ja, da. Ja, ja, ja. Ich glaube, 467. Ich glaube, sie ist Traitor. Ja. Oh, ihr macht mich fertig. Und mit was? Mit Recht. So. Das war schön, gucken, dass wir wieder Ich habe noch Punkte, die ich ausgeben können. Und ich muss auch noch kurz mal eine Opfergabe reinschmeißen. Ja, ich bin auch noch nicht ausgerüstet. Worauf haben wir denn Bock? Dunkelstes Mondlicht? Oh, verringert leicht einen schwarzen Schleier? Nein, danke. Ich nehme den Hauptschlüssel mit. Ich habe nämlich weiße Abwehr. Oh, ja. Oh, weiße Abwehr habe ich auch noch. Oh, ich mach mal, erhöht das Glück leicht aller Überlebender. Ja, erhöht das leicht ist sehr das gut. Glück aller Überlebender. Was haben wir da? Dunkle Wahrnehmung. Wieso habe ich denn nichts mehr für alle? Also, ich habe noch genau zwei Items: einen grünen und einen braunen Heilkoffer. Also, der braune heißt der erste Hilfe Camping Set. Mhm. Ich mache auch Glück für alle, ja. Boah. Und Leute, da könnt ihr auch sogar den Fluchtversuch wagen. Hast du denn Vigos Gefäß der salzigen Lippen? Mal wieder. Lecker. Jetzt wollte ich euch mal die Mia zeigen, jetzt geht die weg. Die merkt das. Die merkt das, wenn ich irgendwas vorhab. Mann. Wer war das jetzt als letztes? Hm? Ich. Wie immer. Ja, ich muss erst noch Vigos Lippengefäß hier, ne? Der Chris ist auch kurz vor Prestige 1. Yay, yay, yay. Ja, ich könnte es ja schon nehmen, aber ich möchte ein paar Blutpunkte farmen. Ja, das ist auch auf jeden Fall empfehlenswert. 200.000 so um den Dreh. Ich habe jetzt 84. Ja, guter Anfang. Wir sind ja nicht alle Annika. Ich meine 84.000, aber der Annika ist ja, ne? Ne, wie viele hast du Annika? Doch, ne, 500.000. Maximal, ja. 500.000. Das my power is maximal. Ja. Brody. Die russischen Server brauchen heute auch ein bisschen. Kann ich dann eine Runde Yu-Gi-Oh! Spielen, wa? Was?
Sind wir wieder 13? Also ich fand's nie gut, aber ihr juckt ja anscheinend. Was? Wie kann man das nicht gut gefunden? Ich hab's auch geguckt. Weiß nicht. Was ist denn mit dir los? Ich fand das voll cool. Ich fand das so cool mit, mit dem Herz der Karten und so. Das war so geil. Oder war's eine Mütze? Das war ein Pharao, Mann. Ja, und? Das war ein Pharao. Achso, ja, wegen dem Verteidigungsmodus. Und der Falle. Das fand ihr cool, ihr Kids, ne? Nee, Platz der Beyblade. Nee, welcher Verteidigungsmodus? Oh, so nee, Beyblade fand ich auch nicht. Das war ja schon nach unserer so Zeit. Das stimmt, aber meine Schwester hatte tatsächlich einen von diesen Kreisen und das hat schon ordentlich Spaß gemacht, diese Dinger ans Laufen zu bringen. Also ich kann trotzdem das Intro singen. Von Beyblade? Nee, du hattest ja auch alle Anime-Hits von 1 bis 100. Das stimmt nicht. Ich glaube, insgesamt gibt es 6. Ich hatte 1 und 2. Ja? Aber ist okay, übertreib ruhig. Ich hatte, glaube ich, aber alle immer mal von dir ausgeliehen. Ja, alle beide. Ja. Ich hatte alle mal. Aber ich hatte auch den offiziellen One Piece Soundtrack. Oh. Ja, das. Oh ja. Wo genau ein Lied drauf war, was tatsächlich in der Serie vorkam. Aber also, ich hatte ja den Sailor Moon Soundtrack mal aus der Bibliothek ausgeliehen und da waren tatsächlich alle Lieder tatsächlich aus der Serie. Und ich hatte auch einen Sailor Moon Soundtrack und da war auch genau das gleiche, da war auch nur ein Lied aus der Serie. Komisch. Den Rest haben hässliche, verkleidete Menschen. Sailor Moon war doch... Natürlich. Sailor Moon war doch, dieses Techno-Lied, ne? Mit ihrem Techno-Zeug. Ja, oh, genau. Gott, die 90er. Das ist richtig, die 90er. Ah, das war schon schön. Es ist auch immer noch schön. Ach ja. Schala. So, ich bin bereit. Schala. Und der Rest anscheinend auch. Die Mia schleicht sich an Mayas Essen ran, weiß, dass sie nicht dran darf. Kennt ihr das, wenn die dann so komisch gehen? Wenn ich 8000 Punkte habe, kann ich Glück für alle Überlebenden kaufen. Oh cool. Genau das. Genau das da, okay. Boah, ich möchte nicht wissen, wie hoch das Gras jetzt ist. Ist hier weg. Ich wollte sagen, zum Himmel. Grün und lila. Lila ist das Himmel. Höchste, oder? Ja, das Höchste, glaube ich, was man an Glück haben kann. Pink wäre, glaube ich, noch höher. Ja, von der Zelda ist Pink höher, ja, aber... Ist Lila nicht höher? Aber ich glaube, das gibt es zum Glück nicht. Was hattest du denn? Du hattest Grün, ne? Das ist echt krass. Nee, du hattest... Ach, du hattest Lila. Also, Lila ist... Nee, Lila ist das Höchste. Pink ist bei den Perks das Höchste. Bist du noch da? Sorry, ihr habt mich nicht gehört. Ja. Wie letztens bei Tiddity. Ja. Hallo, wo bist du noch? Oh, ich war die ganze Zeit auf Mute. Ich war... Aber meine Zuschauer haben mich gehört, nur ihr nicht. Alles gut. Also ich hab übrigens Chala, hey Chala gesungen, dann habe ich gesagt, die Mia ist der Maya das Essen weg und geht da so komisch dran. Und dann... Hat sich gewundert, warum wir nicht reagieren? Oder? Ja, ich habe dann gedacht, okay, ihr seid im Gespräch. Glaub nicht, dass ich niemals auf Chala, hey Chala reagieren würde. Ich trinke gerade meinen Kamillentee aus einer Dragon Ball Z-Tasse. Also. Ah, okay. Ja. Und ich möchte an die diesjährige Weihnachtsplätzchen backen. Oh scheiße, wir haben nicht geraten, wir haben nicht geraten. Ja. Fallensteller? Ist schon vorbei. Ah, scheiße. Ich hab schon, glaube ich, eine Falle gesehen, wenn ich es richtig gesehen habe. Na gut. Ja. Oh, Kacke. Hey. Ich sag, es ist der Fallensteller. Ich sag auch, es ist der Fallensteller. Bei mir ist oder links rum. Ich mache hier erstmal das Totem und dann gehe ich dir nach. Ja, ich gehe dir nach. Ich weiß, wo lang gegangen ist. Oh. Ich hab Herzklopfen gehabt. Ja, ja, ich auch. Ich auch. Okay, ich dich. Ihr seid, glaube ich, am anderen Ende der Karte von mir aus gesehen. Ah, ich sehe dich, Chris. Ich sehe den Fallensteller. Hallo. Wo ist der Typ denn? Der ist rechts, also auf der anderen Seite, der ist von uns. Du bist in die entgegengesetzte Richtung von dir ist er gegangen, quasi. Okay. Kannst ruhig weiter da lang gehen, wo du lang gegangen bist. Also Gras ist aber irgendwie nicht hoch, ne? Doch, wenn du dich hinhockst, ist es bis zum Kopf. Shit! Ja, er hat mich gefunden. Oh, okay. Man sieht es. Schala. Hey, Schala. ich bin schnell genug. Weil ich zu kräftig bin. Wie ein Ultra Saiyajin. Ultra Super Saiyajin? die heißt nur Ultra Saiyajin. Ja, ich weiß. Schala. Okay, wer arbeitet hier? Ich möchte mitarbeiten. Wir. Ich wollte mich nicht retten oder so. Nein. Direkt hier um die Ecke ist noch einer, ne? Wo? Ja. Hier, direkt hier geradeaus. Oh, ihr geht beide in verschiedene Richtungen. Nee, tut einer muss Annika töten.
Was? Die Annika töten? Ja. Ey, dann müsst ihr einfach nur nichts tun, das macht der Feind schon. Warte. Gut. Ich mach mal eben hier anfangen, Moment. Ich mach mich auf den Weg zu dir dann, Annika. Falle unter mir. Erstmal, guck mal, ja, das dauert ja. Er schlägt auf mich. Das geht ja mega schnell hier. Mit zwei Anführern und solche guten Skills. Ja, Karl Solter bleibt hier stehen. Solch ja, was? Okay. Oh nee. Komm, verpiesel dich. Dann direkt zum nächsten. Wenn er. Ja, geht direkt zum nächsten. Ich mach mal Fluchtversuch. Vielleicht klappt's ja. Wohin gehen wir jetzt? Hab dich. Am besten hier so in die Richtung gehen. Okay, ich halte ihn dann noch ein bisschen auf. Oh, jetzt läuft er weg. Ja, doch nicht ganz. Na, ach nein, er tut nur so. Einmal ganz im Ernst, ne? Wenn die dann noch eine Falle darunter halt hängen haben, ja, ne? Das ist doch bescheuert. Ja. Ach scheiße, ich hab den Schlüssel ja dabei. Ich brauch gar nicht hier. Hier ist vielleicht einer drin, kann gut sein. Nee. Aber der Keller ist auch nicht hier. Habt ihr in die Kiste schon reingeguckt? Nee, habe ich noch nicht. Ist okay, kann man nichts machen. Ich muss nur ein bisschen aufpassen, weil wir in der Nähe sind, ne? Ich hab nur. Ja, aber der geht ja jetzt weg von hier. Naja, aber wer weiß wohin. So, ich will jetzt mal schauen, was er so kann. Gar nichts, ich hab's gekämmt. Nein, ich meine, was für Perks er hat. Ah, hier, ich hab einen Dings gefunden. Ich sehen. So. Weg ist mein Rang 15. Ja. Eiserner Griff auf Gelb hat er, also. Oh, Wirksamkeit um 40% verringert und 27% länger dauert es. So. Ach, das ist sogar der Pink. Achtung! Leute? Ja, ich weiß. Ich hab's so weit gemacht, wie es ging. Hi, der ist bei mir. Mhm. Also wenn ich... Lauf nicht zum Generator, lauf... Oh, fuck. Oh. Ich geh weg vom Generator. Aber ich habe kein Herzstoffen mehr. Weil ich stehe nämlich hier noch. Ich habe kein Herzklopfen mehr. Doch, jetzt wieder. Doch, er verfolgt dich. Er verfolgt mich. Er guckt zumindest in deine Richtung. Ah, bei guck, ob ich den alleine fertig bekomme. Ich komme wieder zurück, keine Angst. Okay. Aber richtig. Du hast auch nichts jetzt, um selber zu heilen. Okay, Chris, vielleicht hierher? Er guckt aber nicht mehr in meine Richtung. Er geht zum Generator. Der geht da hinten rum. Okay, Moment mal. Also ich kann die anderen finden. Ich habe theoretisch da, wo ich lag, ist ein Medikit. Ah. Oh, warte. Und der Generator hier ist fast fertig. Oh, ja, stimmt. Den habe ich eben relativ weit gemacht. Der war wieder unten am Generator. An der Hütte war doch eine Kiste, oder? Ja, unten an der Hütte. Wo bist du ja nochmal gestorben? Da hinten. Weiß ich auch nicht mehr genau. War zwischen Mauern der Haken. Ich weiß. Da. Hat er dich gesehen? Nee. Also er hat meine Spuren gesehen. Also bei mir ist er auch eben episch vorbeigelaufen. Ich stand wirklich vor dem. Also. Deswegen muss er campen, weil wenn er jemanden mal verliert, hat er ihn verloren. Was geht so? Weiß jemand, wo der ist? Bei mir. Ja. Wo bist du beschäftigt. Denn? Er ist sehr beschäftigt. Ich bin jetzt an der großen Eisenhütte. Was ist denn los? Der hört dich, aber der kann dich überhaupt nicht lokalisieren. Nee. Das sieht sehr lustig aus. Er geht jetzt zur Werkstatt. Nee. Ich hab da gerade Er kommt wieder. Ich bin jetzt in der Eisenhütte. Da ist der aber nicht. Scheiße! Oh! Ich konnte nicht so schnell wegrennen. Ich wusste auch gerade nicht, ob er. Er hat mich, glaube ich, nicht gesehen. Er stand da. Ja, genau, ich wollte die Palette. In welche Richtung kommt der? Hier ist direkt ein Haken. Alles in Ordnung. Okay. Aber der Generator hier ist auch fast fertig. Ja. Keine Falle unter mir. Er geht ganz weit weg, weil er eine Falle sucht. Okay, jetzt. Ihr seid zu weit weg. Okay, schade. Ich wäre sonst losgerannt. Bei mir ist ein Hauptschlüssel, wenn ich sterbe. Ja. Ich habe halt. Also, ne? Mit dem Hauptschlüssel könnt ihr, wenn ihr die Dings findet, aufmachen, ne? Ja. Okay. Die Luke. Steht der auch vor dir? Ja. Also, er geht, er.
geht nach links. Ah, genau, das gleiche hat er bei mir eben auch gemacht. Und tut so, als ob er so ein bisschen sich bewegt. Macht die Generatoren. Oh. Ich hab die Hälfte. Ne, mach die Generatoren, ja. Und der Generator bei mir ist auch fast fertig. Scheiße. Ich trinke nochmal. Auf jeden Fall gleich nochmal dahin gehen. Ich halte ihn auf. Oh ja, also theoretisch, Chris, da brauchst du den Generator nicht unbedingt anfangen, weil bei der IPA ist einer, der fast fertig ist. Der ist wirklich so 80%. Komm vor die Eisenhütte, dann kannst du mir helfen. Ja, stimmt, ihr seid sehr nah aneinander. Ja. Ja, genau, richtiger Ausgang. Ja, komm, schnell, beeil dich. Er ärgert sich hier gerade ein bisschen. Okay, was, das heißt, die Leute? Wir warten jetzt, bis du da tot bist, dann laufen wir dahin. Ja. Wo ist der von dir ausgesehen? Rechts. Also in die Richtung, in der ich gucke, rechts von mir. Direkt neben mir. Ich habe gleich bestimmt so ein Kakaobart. Das ist aber wirklich, wenn man Kakao trinkt, kann man nicht aufhören. Ich trinke den immer aus dem Strohhalm. Ja, das schmeckt auch sehr gut, ja. Oh, fuck. Ah, der sieht dich nicht, der ist relativ blind, was das angeht. Ja, der ist echt blind. Und solange du keine Geräusche machst, alles okay. Siehst du das nicht? Oh mein Gott, Leute! Ich hoffe, du hast noch eine Unterhose frisch an. Ich hab gar keine Ahnung. Was? Was? Beim Chris? Der stand gerade in Chris. Ich glaube aber, das ist der, wo ich gestorben bin, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ja. Da liegt ja, glaube ich, nur der Medikoffer. Oh fuck. Der das stand... ist nicht der, den ihr meint? Doch, da wo du bist, Storm, da, ja. Das ist der Generator. Genau, da wo der Generator ist. In meine Richtung, ich hab Angst. Hä? Ey, der stand gerade in Chris drinne und hat den nicht gesehen. Also. Okay, oh, aber. Fuck. Ja, okay. Lauf! Scheiße. Komm, hau runter, hau runter. Nach rechts wäre ich auch gelaufen. Ja, sehr gut. Ah, scheiße. Fuck! Geradeaus, Chris. Das ist der Generator. Da müssten eigentlich keine Haken mehr oben sein. Ich habe bestimmt drei abmontiert schon. Okay. Ja, hier. Ach nee, da ist noch einer. Ja, doch, ich sehe ihn, ja. Oh. Pass jetzt nur auf, dass der dich halt nicht sieht. Der geht ja nicht. Ey, wie kacke! Pass auf, Chris. Nee, der kommt gar nicht in die... So, jetzt vielleicht. Yo, er kommt. Hat dich gesehen? Fluchtversuch. Ja. Aber ich glaube, der läuft. Ach doch, der läuft dir hinterher. Beim Elektro. Komm schon. Oh, Mann. Oh. Ah, das wäre jetzt mal so cool gewesen. Oh Gott, gerade sieht's ganz schlecht aus. Hm. Nein. Da ist nichts, was man umschmeißen nichts, kann. Ja, ne? Das ist. Das gibt es doch nicht. Wow, oh, voll gut. Cool. Achtung. Ja. Yo, gut. Oh no! Nein! No! Aber vielleicht gibt es jetzt wirklich keine Haken mehr oben. Wiggle und dein Leben. Ja, ich weiß nicht, wo der Keller ist, aber ist auch egal. Du bist aber gut im Wiggeln, komm. Der Keller ist unter der, theoretisch glaube ich, unter der Fabrik, oder? Okay, aber er geht so zielstrebig. Oh. Ich will zugucken! Ich will zugucken! Scheiße. Hat er die Luke gesehen, ey, ne? Nee. Nein! 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 Oh, nein! Das war wirklich, da war kein Millimeter mehr. Nee. Aber sobald, sobald die Animation halt anfängt, ne? Hat man sich vorbei. Boah, wir haben alle so gut gespielt. Ja. Ich nicht. Ich bin relativ schnell gestorben, aber... Ja gut, das war nicht deine Frage. Ihr habt alle gut gespielt. Nein, Quatsch. Ihr habt alle gut gespielt. Oh, guck mal, ich kann zumindest eine Sache kaufen mit meinem Punkten. Ja, ich kann zwei Sachen kaufen. Yippie. So, das war's aber auch schon mit dieser Folge Dead by Daylight zu viert, auch wenn wir in der zweiten Runde vergessen haben zu raten. Nehmt es uns nicht übel. Wir waren gerade so im Dragon Ball Z-Fieber. Ja. Ja. Wir sehen uns einfach übermorgen wieder. Bis dahin, mach's gut. Tschüss. Tschüss.